Leopold von Österreich hat König Richard auf dem Heimweg vom Kreuzzug überfallen. Unser König wurde gefangen gesetzt. Wer hätte geglaubt, dass mein teurer Bruder mir solchen Gefallen täte? Lässt sich von Leopold fangen und legt das Wohl Englands in meine zarte Hand. Wir sind freigeborene Engländer und halten unserem König die Treue. Solange er regierte, lebten wir in Frieden. Aber seit Prinz John die Herrschaft an sich gerissen hat, haben Guy von Gisborne und die anderen Verräter gemordet und geplündert. Mit welchem Recht stört ihr die königliche Justiz? Ich verteidige des Königs Rechte, die ihr missbraucht. Ihr und euer Freund Prinz John. Milord und Ladies, ich begrüße bei uns Sir Robin von Locksley. Wir haben unsere Wälder. Die können viele tapfere Männer schützen und verbergen. Gute Bogenschützen, gute Fechter. Männer, wenn ihr bereit seid, für unser Volk zu kämpfen, folgt mir! Kniet nieder, schwört diesen Eid. Wir freigeborene Männer in diesen Wäldern kämpfen gegen die Reichen, um den Armen zu helfen. Wir nehmen uns der Alten und Schwachen an. Wir schützen die Frauen, Arm und Reich, Normannen und Sachsen. Wir kämpfen für Englands Freiheit. Wir wollen das Land treu schützen bis zur Rückkehr unseres geliebten Herrn König Richard. Robin. Ja? Bitte. Dann liebst du mich. Denn er ist der einzige Mann in England, der die Schwachen vor der Willkür der normannischen Unterdrücker beschützt. Ihr seid fähig und mordet euren Bruder. Ihr nennt mich Verräter? Verräter ist jeder Mann, der das Unglück des Königs für eigene Zwecke ausbeutet. Und mehr als 30.000 Goldstücke in den Rachen dieses Wolfes. Ihr müsst ihn mir fangen. Verstanden? Willkommen in Sherwood, Milady.